Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let It Die. So, wir haben einen Auftrag und zwar müssen wir uns selber töten. Wäre natürlich am besten, wenn wir 17 Stunden warten noch, 18 Stunden, um diese spezielle Waffe oder Gegenstand zu bekommen, um uns selbst besser töten zu können. Was wir derzeit gelernt haben, ist, dass sich die Map immer wieder unterscheidet, dass der Ausweg freigeschaltet werden muss. Also der Secret-Ausweg muss freigeschaltet werden. Und wir müssen auf jeden Fall öfters zurück. Sollten wir die Fahrschule sehen, bevor wir uns sehen, dann gehen wir runter und leveln. Wir haben sonst keine Chance gegen die Level-6er. Das wird sonst ein Problem sein. Die Frage ist, können wir eigentlich auch hier direkt zurück? Weil dann würde es logisch sein, wenn wir... nee, das ist One-Way, glaube ich, ne? Das ist One-Way. Wir können zurück in den Warteraum. Das heißt, wir werden hier erstmal ein bisschen trainieren. Sonst kommen wir gegen uns selber nicht an. Wir müssen uns selber schlagen. Und der Hans Wurst ist Level 6, Freunde. Der Hans Wurst ist Level 6. Und das stellt das Problem dar. Wir haben eine Maske bekommen, cool. Yeah. Sieht doch alles schon viel cooler aus. Tödliches Gift. Das packen wir ein. Das werden wir nach ihm werfen, wenn es soweit ist. Wir brauchen auf jeden Fall eine ordentliche Waffe gegen ihn. Wenn der uns hittet, sind wir am Arsch. Wir hatten ihn ja fast schon besiegt, ne? Also so war es nicht. Er ist nicht unsterblich. Ich habe 24 Leben mehr. Durch die Maske. So, cool. Und da liegt noch was. Geil. Noch mehr Loot. Noch eine Maske. Aber die Maske, die wir jetzt haben, die ist besser. Das heißt, die packen wir ein, falls die andere kaputt geht. Und zur Not werden wir die Mütze bei uns einlagern. Wenn wir Probleme kriegen, werden wir jetzt zum Anfang zurückrennen und einfach den Raum wechseln. So werden wir nicht sterben. Das heißt, dieser wird vorerst unser kleiner Kämpfer. Mit dem werden wir jetzt nicht sterben. So, Level Up. Ein Level Up haben wir schon mal. Das ist gut. Wir müssen alles, was wir bisher gelernt haben, gegen Zero One Up einsetzen. Ich muss mich selber besiegen. Das ist echt schon lächerlich. Wie soll man sich selber besiegen? Ich bin doch so gut. Ah, Geld. Die Waffe wäre mir lieber gewesen. Hallo? Ah, jetzt sind wir hinter den Kisten. Na komm mal her, mein Freund. Komm mal her. Hier kannst du nämlich nicht ausweichen. Ah! Gegenangriff. Ins Gesicht, mein Freund. Ah, verdammt, ich hätte Dreieck drücken können, ne? Ah, egal. Da war doch gerade eine Waffe. Oh, ich hasse das. Okay, die Waffen werden ab und zu mal wegglitschen. Können wir nichts gegen tun. Hallo? Erstmal ein bisschen umsehen nebenbei. In einer der Richtungen wird Zero auf uns warten. Au! Oh, was? Okay, man muss die Waffen kennen von den Gegnern. Und dann kann man nämlich zurückschlagen. Level up, Alter. Keine Ahnung, was das denn ist. Ich glaube, das können wir nur halt einsetzen, wenn er wirklich geschwächt ist. Schon wieder keine Waffe. Gib mir doch deine Waffe, Mann. Das Einzige, was wir derzeit haben, ist ein Helm. Naja, wir haben zwei Helme. Und eine Menge Geld. Was uns nichts bringt. Da hinten ist noch ein Gegner. Ich glaube, da hinten geht es Richtung Zero. Oh, Waffe. Ein Quetschpilz. Gibt uns plus 50% Angriffskraft. 30 Sekunden. Ich weiß ganz genau, wo wir Zero finden. Ich glaube, das war sogar hier um die Ecke, wenn ich mich nicht irre. Leute zu töten, die ein Bügeleisen haben, ist recht einfach, weil die Animation einfach so ewig lange andauert. Ihr seht schon, es wird besser. Von Mal zu Mal. Klamotten.
Sehr schön. Ich bin ein Feuerwehrmann. So. Alter, komm her. Bestimmt mit dir nicht. Nee, hier ist der Ausgang. Ah, natürlich. Das letzte Mal war Zero hier. Das heißt aber nicht, dass er jetzt nochmal hier ist. Ich meine, er ist trotzdem an der Stelle, wo wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Allerdings ist die Stelle woanders. Oh, ich will diesen Geheimgang haben. Ich fühle mich mittlerweile sicher in diesem Spiel. Ich fühle mich sicherer. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich weiß, was es bedeutet, sich vorzubereiten. Und ich weiß jetzt, wie man kämpft. Wir sollten uns nur ein bisschen besser umsehen. Explosion, die können wir nach Zero werfen. Haben wir schon mal geplant, ne? Würdest du mir deine Waffe geben? Das wäre echt sehr, sehr nice von dir. Hast du gedacht, Dude, wa? Besser geworden im Spiel. Mittlerweile kann mir einer alleine nichts mehr. Außer er ist Zero. Dann kann er es schon. So, oh, der Schimpfpunkte. Eine Waffe für mich? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Wie heißt denn übrigens Johnny? Johnny wird es allen zeigen. Eventuell, werden wir gleich auf die Explosion zurückgreifen müssen. Der wird dreimal angreifen. Nein! Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Komm mit. Hier ist zu wenig Platz zum Kämpfen, ganz ehrlich. Ich hasse das, wenn das passiert, ne? Ich kann auch nicht weggehen, wenn er wenn er den ersten Hit trifft, dann trifft er halt die anderen auch. Das ist so unfair. Bastard, jetzt töte ich dich. So. Irgendwann ist genug. Okay, ziehen wir uns ein Fröschchen rein. Mein Helm ist kaputt. Danke, du Arsch. Ich sehe kein Stück lächerlich aus. Nein. Meine Waffe ist auch gleich hinüber. Wieso habe ich dich vorher nicht gepult? Level 2, keine Waffe. Ja, schön, das läuft doch. Also ihr seht schon, es ist besser geworden. Und zur Not laufe ich einfach zurück. Was ist denn los? Flucht nach hinten. Ah, krieg eine neue Waffe. So, hier gibt es irgendwo noch Loot. Das Problem ist, dass Zero hier jederzeit um die Ecke sein kann. Wir wissen nur nicht wo. Ah, das ist Verschwendung gegen die, ne? Komm. Wir dürfen das Bügeleisen gegen die nicht einsetzen. Ah, da hinten ist Zero übrigens. Wenn wir Glück haben, sind wir gleich schon beim Fahrstuhl. Ja, Zero kämpft schon gegen sie. Aber ich traue mich noch nicht gegen ihn. Das ist zu früh. Ich hoffe einfach, dass er jetzt nicht hergerannt kommt. Nö, die fighten noch fröhlich vor sich hin. Soll ich es probieren? Ich bin tot, wenn ich es probiere. Spezialhose. Voraussetzung LP208. Okay. Dann halt nicht. War hier nicht noch irgendwas zum Zerstören? Ja, da. Münzen. Soll ich es wirklich versuchen, gegen ihn anzutreten? Ich glaube, dass ich ihn schaffen kann. Ich glaube, dass ich ihn schaffen kann.
Ich werde so sterben, Leute. Ich werde so sterben gegen den. Der ist Stufe 6. Und ich habe ihn aufgelevelt vorher. Da ist er. Was? Ich hab doch... Drecksack! Jetzt aufgesammelt! Ich bin so tot. Ich lauf zurück. Ich lauf zurück. Das hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Und der Herr steht da und du kannst nicht zurücklaufen. Oh, das wär's doch. Oh, scheiße. Ich bin falsch gelaufen. Lass mich in Ruhe. Gibt es keinen Rückweg mehr? Doch. Ich darf die Ausdauer nicht verlieren. Lauf! Gottes Willen, lauf einfach um dein Leben. Ich hab gedacht, ich kann ihn mit dem Schlafpilz treffen. Jetzt hängt er darum. Ey, wir sind nicht losgeworden. Cool. Wir können es nochmal probieren. Könntest du noch mal probieren, ihn fertig zu machen. Das heißt, man kann doch entkommen. Wenn man nur weit genug wegläuft, dann kann man entkommen. Frage ist jetzt, wo hängt der Bastard? Ich muss den Typen bezwingen, ey. Achso, ich hab grad den Frosch geworfen fast. Schlummer ruhig ein. Ach, X muss ich drücken dafür. Achso, ich hab die falsche Taste zum Werfen gedrückt. Trotzdem hat er sich den Pilz gesichert. Ich bin so mutig, Alter. Ich bin so mutig. Da glaubst du gar nicht. Nächstes Mal kann ich übrigens auch den Fahrstuhl nehmen, um hinter ihm aufzutauchen. Könnte ich auch das Level überspringen, wo er ist. Ach, scheiße, Mann. Okay. Ah, adieu. Wir gehen jetzt wirklich zurück. Das macht keinen Sinn gegen den. Das macht keinen Sinn, Leute. Das macht sowas von keinen Sinn. You bitch. Er hat aufgegeben. Habe ich ernsthaft gerade die Explosionspilze gegessen? Nee, komm, das... Nein. Nein, ich gebe mal ein so einen Schädel auf, ist mir scheißegal, komm. Das akzeptiere ich jetzt nicht. Das akzeptiere ich nicht. Ich habe einen Explosionspilz gegessen. Dreck! So ein Scheiß aber auch. Ey, haben einen Explosions... Wie konnte ich das nur tun? Okay, pass auf, ich mach den Typen jetzt fertig. Ist mir scheißegal. Ich habe mich jetzt wiederbelebt. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Oh, das sind Leichen. Eigentlich hätte ich tot sein müssen. Und wir müssen den Bastard irgendwie besiegen. Moment. Wir geben uns... Erstmal Stärke. Dann werfen wir den Pilz. Ich weiß, wir haben nur 30 Sekunden.
Aber da wir wissen, dass er da rumhängt. Boom! Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Komm, in die Tasche. In die Tasche damit. Oh. Heilige Scheiße. Wir haben ihn besiegt, Freunde. Wir haben ihn besiegt. Alles gut. Alles gut. Alles ist gut. Ja, das Gift hat's gebracht, muss ich sagen. Also, ein bisschen taktisch spielen. Seinen Namen konnten wir ja vorher schon sehen. Das ist das nächste Mal, wenn wir irgendwie in so einer Situation sind, können wir das eiskalt ausnutzen. Ich hab's schon wieder gegessen, ne? Ich wollte auf Start drücken. Das ist ein ganz großes Problem. Zum Glück bin ich diesmal nicht explodiert. Ich möchte mir gerne eine Waffe sichern, weil meine andere gleich kaputt ist. Bügeleisen, das trage ich gerade, ne? Das trage ich gerade. Ich habe einiges am Frischen dabei. Hier ist der Fahrstuhl, den wir kennen. Hier ist das nächste Level. Ja, easy. Ich würde sagen, gehen wir mal kurz runter. Ne? werden uns ein bisschen aufleveln. So, dass wir ein paar Level kriegen. Und dann gehen wir endlich ins nächste Gebiet. Ich hab's euch doch gesagt, heute ist ein guter Tag. Heute schaffen wir es. Wir haben Zero eingesackt. Eingesackt, ja, gutes Wort, Zero. Eingesammelt. Was kann da noch schief gehen? Oh Mann. Da ist trotzdem noch ein abgeschlossener Weg. Den hätte ich gern genommen. Und jetzt sehen wir nochmal, dass sich einfach komplett die Ebene geändert hat. Was heißt das da unten, nächste Gegend? Dass wir sie da freigeschaltet haben? Ich werde auf jeden Fall jetzt nicht zurücklaufen wie beim letzten Mal. Diesen Fehler mache ich nicht nochmal. Du hast Post, ja, aber wo hole ich diese Post? Hallo. Yeah, Punkte. Punkte. Dankeschön. Direkt mal ein Level up investieren. Wir brauchen Leben. Wir brauchen fucking Leben und Stärke. Oh. So. Mit dem Leben sind wir schon mal gut ausgerüstet. Ja, knapp 100 mehr Leben, Leute, ganz ehrlich. Dann laden wir uns jetzt nochmal kurz auf. Ich glaube, hinstellen reicht eigentlich schon, ne? Können wir nicht schon irgendwelche Quests annehmen oder so? Das war die Antwort auf meine Frage. It's not about how many times you die, it's about how many times you die. Oh damn, rhyming feels good. Ja, so, wir haben uns geheilt. Wir gucken mal, was mit den Pilzen hier abgeht. Wir haben auf jeden Fall Geld. Abziehbildchen. Erhöht Angriff und Verteidigung 15% bei LP von 30 oder weniger. Reduziert Fallschaden. Ausdauersenkrate während Ausweichen um 30% verringert. Erhöht Angriff um 7%. Regeneriert 3% des verursachten Schadens als LP. Pro Treffer regenerierst du höchstens maximal. Oh, das ist gut. Oh. Are you sure? Gib's mir. Baby. Haben wir hier noch Questhilfe? Erfordert 50% der benötigten ADR zum Ausrüsten von Waffen und. Achso. Das ist interessant. Objekte an Kopf, Oberkörper oder Beinen erhöhen Verteidigung. Oh. Erhöht Angriff und Verteidigung. Achso, das kennen wir ja schon. Reduziert Fallschaden. Verringert die Dauer, die du Schaden nimmst, wenn du in Brand steckst. Erhöht Angriff um 7% und Ausdauer senkt Rate. Achso, okay. Ja gut, nehmen wir die Angriff, ne? So, was haben wir noch? Ah, ich kann nur einen davon tragen.
Na gut. Dann nehmen wir erstmal den hier, ne? Are you sure? Yay! Das muss ich erstmal freischalten. Pilzsuppe kaufen. 50.000, das habe ich nicht mehr. Ja, Abzeichen will ich jetzt nicht verkaufen. Vielleicht kann ich das bald ausrüsten. So, wir haben Moskito ausgerüstet. Sehr schön, da ist er, der Aufkleber. Hier können wir leider noch nichts kaufen, ne? Oh, it's you. Nein, wir können aber verkaufen. Und zwar verkaufen wir eigentlich gar nichts. Wir brauchen alles, was wir hier haben. Come back anytime. So ist das hier grün. Vor 3 Minuten Jägerpreis, Robert. Ah, ich habe Robert fertig gemacht. Yeah. Preisbox ist leer, okay. Hat mein Charakter da irgendwas geschafft? Wir haben ja jetzt einen Charakter gerettet, ne? Wie sieht es mittlerweile hier drin aus? Er ist wieder da. Er ist wieder da, Freunde. Und er geht auf Kämpfer-Setup. Was haben wir hier? Todestasche? Achso. Lagerkiste. Achso, er hat natürlich auch keine Sachen mehr, ne? Ja, komm. Für dich. Expedition. Gucken wir mal. Rang 2. Mach doch mal den... Ja, was kriegen wir dafür? Was Besonderes oder so? Ach du Scheiße, der ist gut ausgerüstet, ne? 432. Was stimmt mit den Leuten nicht? Du siehst nach einem leichten Opfer aus. Ja. Angriff, Zero, Angriff! Aber ich habe jetzt keine Waffe mehr, ne? Na gut, das nächste Mal muss ich echt eine Waffe für ihn organisieren. Und dann schauen wir mal. Gut. Ich glaube, wir sind soweit durch. Boah, müssten eigentlich soweit durch sein. Ist hier vielleicht irgendwas mit Post drin? Nachrichten, Onkel tot. Abziehbilder. Ach, das ist Post. Nachrichten. Ah, Kämpfer halten. Wir haben soeben deinen Kämpfer zurückgeholt und er hat folgende andere Kämpfer besiegt. Zero One Up. Cool, ne? Mich selber besiegt. Ich versinke in Tipp. Okay. Was haben wir noch? Meisterlevel. Das sind unsere Fähigkeiten von den einzelnen Waffen. Angriffskraft um 10% erhöht. Das ist nicht schlecht. Also egal wie oft wir sterben, wir werden immer stärker. Das ist immer noch ein Ausrufezeichen. Also. Bam, bam. Was haben wir noch? Pilzsammlung. Beast, Enzyklopädie. Oh, okay, ein Frosch. Abziehbildalbum. Was haben wir hier noch? JB-Katalog. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Und ein Fragezeichen. Babs Bibel. Achso. Na gut. Wir sind ausgerüstet, wir können weiter. Ich hoffe, die Map hat sich nicht geändert. Höchstwahrscheinlich hat sie sich aber geändert und wir müssen den Ausgang nochmal finden. Aber es war wirklich nötig. Es war wirklich nötig, dass wir uns kurz ausrüsten und leveln. Und hast du nicht gesehen? Sonst wären wir ziemlich am Arsch gewesen. Und es wird mal Zeit, dass wir eine ordentliche Schusswaffe bekommen. Bitte hab dich nicht verändert. Jawohl, ist gleich geblieben. Nur die Gegner sind zurück, ne? Aber der Loot auch. Heißt, wenn wir den Spasti da töten, kriegen wir ordentlich Loot. Das bin ich Level 1! Der wartet schon wieder hier. Stimmt, die müssen wir auch noch besiegen, ne? Jetzt habe ich nur den Frosch am Start. Dreck. Was zum? Ja, fightet ruhig gegeneinander. Ich guck mir das Ganze mal an. Guck mal, wie gut sie blocken kann, ey. Aber wisst ihr was? Wer gleich von hinten kommt.
Jetzt sind sie beide gegen mich, weißt du? Ich muss den loswerden. So. Du wirst jetzt auch gar kein Problem sein. So, wir haben noch jemanden gerettet. Das heißt, wir haben unsere Charaktere jetzt wieder. Und einen Hammer kriegen wir auch noch. Und da ist noch eine Lootbox. Ah, meine Mütze ist kaputt. Oder nicht? Da war doch letztes Mal noch eine Lootbox. Ach, jetzt ist mittlerweile ein Frosch da. Ach, verdammt, ich wollte nicht auf dich drauf treten. Ja gut, dann haben wir jetzt Tränengas am Start. Ziehen wir uns zumindest einen Frosch rein. War hier nicht noch eine Lootbox? Na gut, gehen wir weiter. Nächste Ebene, Freunde, es wird Zeit. Wir müssen da einen Fahrstuhl finden. Das ist wie der Wegpunkt in Diablo, Freunde. Wie der Wegpunkt in Diablo. Deswegen gefällt mir das Spiel so sehr. Ah, nächstes Level. Nächstes Level, Freunde. Ja, viel haben wir nicht gemacht. Wir haben Zero gerettet. Ich find's sehr gut, dass es direkt beim Ausgang war, sonst hätten wir nochmal weitersuchen müssen. Ganz vergessen, dass wir die anderen Charaktere auch retten müssen. Ja gut, was heißt retten? So wirklich viel zu retten gab's da nicht. Gut, das heißt, falls wir mit dem hier sterben, können wir ihn auch jederzeit retten. Ja, das ist interessant. Du hast Post. Allerdings würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann hier im zweiten Gebiet. Ja, Meisterlevel. Mhm. Was haben wir hier noch? Pilzsammlung. Abziehbildalbum. Ja, gut. Ach, Post hatten wir da. Onkel Tod. Lieber Senpai, ich bin's. Anscheinend hast du die zweite Etage mühelos erreicht. Hast du DOD Arms Faust an der Wand gesehen? Wenn nicht, wird sie dir schon noch auffallen. Das Zeichen steht mit dem Boss dieses Bereichs in Zusammenhang. Die Grundlage über den Boss erfährst du aus überall verstreuten Magazinseiten. Das sagt zumindest Mei June. Ich glaube, der Name des Magazins ist Erzählung von den Barbs. Sammle einfach ein, was du findest. Das hast du sicher eh schon gemacht. Ah. Lieber Senpai, ich bin's. Ich habe beschlossen, dir die Sachen zu schreiben, die sich schwer persönlich sagen lassen. Nur Spaß. Es ist gar nicht so schwer, aber egal. Du hast also das Handbuch gelesen. Ich selbst lese sowas ja nicht, aber ich dachte, ich frage einfach mal. Du musst es nicht komplett durchlesen. Schlag einfach nach, wenn du musst, okay? Es ist wirklich nützlich und hat sogar ein Tutorial. Oh, hast du schon Stempel gesammelt? Auf jeder Etage gibt es eine Stempelstation. Probier es aus. Der 10. Stempel ist schwer. Sei bereit, okay? Gut, das war's erstmal von mir. Wenn du ein Problem hast, sieh im Wiki nach. Ha, kleiner Scherz, bis denn. Ja, bis denn auch von mir, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Runde. Haut rein, euer Zero. Tschüss.